Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe jetzt gerade die Kinder zum Bus gebracht, bin jetzt im Badezimmer, mache mich jetzt fertig. Ist noch mega dunkel draußen. Und ja, habe mir gedacht, ich nehme euch heute Morgen ein bisschen mehr mit und erzähle ein bisschen auch was vom Urlaub, weil einige uns gefragt haben, wie wir das denn fanden, im Urlaub in der Türkei. Es war ja unser allererstes Mal in der Türkei, also wir sind komplett begeistert. Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfliegen. Und ja, du hast einfach so viele Möglichkeiten. Die Hotels sind mega schön. Du hast aber auch die Möglichkeit, im Gegensatz zum Beispiel in Ägypten, wo die Hotels auch super schön ist, kannst du außerhalb nicht so viel unternehmen. Aber in der Türkei konnte man so viel noch machen und wir haben so viele tolle Sachen gesehen, die man halt machen kann und haben Tipps gekriegt. Aber das schafft man natürlich nicht alles in einer Woche. Also wir können es auf jeden Fall von Herzen empfehlen, in die Türkei zu reisen mit Familien. Bringt genug Taschengeld auf jeden Fall mit, das braucht man. Und ja, auch von unserer Anlage habe ich euch ja Bilder auf Instagram hochgeladen und so weiter. Da kamen auch einige Fragen an sich, ob ich zum Beispiel bei diesem Bild, wurde ich nämlich gefragt, ob ich mich rasiere im Urlaub. Und nein, ich habe mich nicht im Urlaub rasiert, weil ihr wisst das, ich habe ja seit einem Jahr, mache ich ja von Unique, habe ich das EPA-Gerät. Das ist hier das ältere. Und dadurch musste ich mich im Urlaub nicht ein einziges Mal rasieren. Also Achseln, Bikinizone und Beine behandle ich immer. Und ich habe jetzt freundlicherweise das neueste Modell zugeschickt gekriegt. Das packen wir jetzt hier gemeinsam aus. Und ja, jetzt nach dem Urlaub ist jetzt wieder Zeit, dass ich das sowieso mache. Und dann passt das hier nämlich perfekt. Also erstmal kommt es wirklich wunderschön eingepackt. Also es ist wirklich auch ein sehr schönes Geschenk für Weihnachten oder Geburtstag, wenn sich jemand sowas wünscht und viel mit Beauty macht. Und das Thema Haare ist ja für jeden. Boah, das sieht einfach schön aus. Okay, muss ich jetzt einfach noch mal zeigen. Sorry. Schaut mal, wie schön das kommt. Wahnsinn, wie toll. Richtig schön. Also das ist eine schöne Box auf jeden Fall. Packaging ist auf jeden Fall schon mal nice. Und dann kommt das halt in so einer Box auch verstaut. Auch sehr schön und hat eine andere Farbe. Und zwar haben wir hier das Lila. Ich teste jetzt einfach mal direkt das Neue mit euch aus. Ist natürlich auch von der FDA zugelassen, CE zertifiziert auch. Und so sieht der neue Sephia R3 von Yuliq aus. Also wirklich richtig schön. Auch ein gutes Schmuckstück so fürs Badezimmer. Dann habe ich hier natürlich auch, ist alles dabei. Ich packe das jetzt alles mal aus und dann benutzen wir das gleich direkt, weil heute ist auf jeden Fall wieder Zeit für Achseln und für Beine. Ist alles dabei, was man einfach braucht. Ist dann noch so eine kleine Tasche, wenn man den halt mitnehmen möchte in Urlaub. Ich brauche das jetzt halt nicht, weil ich vorher halt den genutzt hatte. Ein Shaver haben wir dabei, ein Rasierer, die Brille zum Schutz natürlich. Und das Schöne ist auch noch, ihr habt einen lebenslangen technischen Support. Also eine absolute Empfehlung von mir. Rabattcode packe ich euch unten rein in die Infobox und auch natürlich die Seite von YouLeak. Es macht auf jeden Fall Spaß, geht sehr schnell auch und ihr habt wirklich ganz glatte Haut. Und ja, ist komplett schmerzfrei. Also es hat nicht geziebt, gar nichts. Es brennt nicht oder sonstiges. Ausgepackt, alles hier bereitgestellt und die neue Funktion vom Sephia R3 ist der Smart-Modus. Die Autogleitmethode zum Aktivieren, 2 Sekunden einfach gedrückt halten, hier an der Seite, machen wir ihn einmal an, da ist er jetzt an und hier einfach 2 Sekunden gedrückt halten und das Lichtfenster über die Haut gleiten lassen. Das Licht blinkt dann automatisch. Und ist einfach wirklich ideal für große Flächen wie Arme, Beine, aber auch kleines Gesicht könnt ihr damit machen. Bikini-Zone, also es ist wirklich auch durch die Kühlfunktion schmerzfrei und auch sehr angenehm für die Haut.
Ihr habt keine Rötungen, keine Pickelchen und Irritationen, wie man die halt so auch beim Rasieren oder Epilieren hat. Und da seht ihr schon, können wir jetzt direkt gleich loslegen. Ich führe das euch mal vor, das ist wirklich sehr einfach. Ihr habt einfach extrem, warum ich mich dafür entschieden habe und das nicht im Studio mache, ist einfach erstens Preis. Es ist wesentlich auf lange Sicht gesehen günstiger natürlich. Aber für mich war das Wichtigste einfach Zeitersparnis. Es ist einfach eine mega Zeitersparnis. Und ja, cool, oder? So, los geht's. Also einfach gedrückt halten. Und dann geht's auch schon los. Seht ihr? Einfach gleiten. Ist smooth. Geht von alleine. Wahnsinn. Ihr seid so viel schneller als im Studio. Ist so krass. Und dann alles ist richtig schön glatt. So, ihr müsst das schon richtig so. Ich habe jetzt die. Seht ihr, also er erkennt das, dass es an der Haut ist. Also wirklich mega smart und einfach zu bedienen. Super easy. Und das war's auch schon. Und die ersten Ergebnisse seht ihr nach circa drei Wochen. Dann seht ihr das wirklich. Ihr könnt es auch direkt nach der Rasur anwenden. Ich werde jetzt auch noch meine Beine machen und zeige euch das auch noch. Ich habe auch übrigens, ich ziehe jetzt mal die Brille ab, ne? Ich habe übrigens auch einen Rabattcode für euch, verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr auch natürlich richtig toll sparen. Und das Schöne ist einfach, wie gesagt, es ist langlebig, das Produkt. Und ihr spart langfristig einfach jede Menge Geld. Ihr habt auch eine 90-Tage-Rückgabegarantie ohne Angaben von Begründungen, wenn ihr damit nicht klarkommen solltet oder wenn ihr nicht zufrieden sein solltet, warum auch immer. Also ich liebe es auf jeden Fall. Ich habe, also das wird jetzt immer hier unten sein und den habe ich halt oben. Die Joanna benutzt das auch super gerne. So, Badezimmer fertig, alles haarfrei. Und jetzt ziehe ich mich richtig an. Das ist jetzt nur mein Outfit, wo ich die Kinder schnell zum Bus gebracht habe. Ich habe ja was bestellt. Das ist gestern gekommen. Ich habe jetzt extra bis heute gewartet, damit wir das zusammen auspacken können. Und zwar von H&M. Selbst gekauft. Einmal ein Pullover. Der hat mich, das ist so ein bisschen Harry Potter Vibes, gibt mir das hier. Also das ist so schön mit so einer richtig coolen Lederleggings, denke ich mal, wird das richtig cozy sein oder mit einer Jeans. Und eine Jeans habe ich mir dann auch nochmal, ich habe H&M dann nochmal eine Chance gegeben, ob das dann jetzt mal passt. Jetzt habe ich eher so eine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bestelle nur noch Baggy Jeans. Kennt ihr das? Wenn ihr so Phasen habt, wo ihr nur so enge Jeans tragt, Skinny Jeans. Also ich habe ja schon immer Baggy Jeans geliebt, der Dominik gar nicht, der mag das nicht. Aber ich schon und ich habe die gesehen bei jemandem auf TikTok und fand das so cool. Die saß so richtig cool. Ich dachte, komm, bestellst du dir die mal und guck mal, ob die bei mir auch so cool aussieht. Jetzt ziehe ich aber erstmal den Pullover an. Ich glaube, die Joanna hat ihn sogar in Beige. Das ist der gleiche, den die hat. Der war auch gar nicht so teuer. Kann ich euch auch unten. Oh yes. Voll schön. So, es ist so richtig Hogwarts, oder? Das ist Hogwarts. Ja, erinnert mich, gibt mir voll die Harry Potter Vibes, definitiv. Also richtig schön, die Farbe ist ein Traum. Die breiten Streifen, nicht nur so schmale. Super schön, jetzt kommen wir zur Hose, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hebe mich jetzt wieder nur mit dem Knie. Viel nackte Haut heute hier. ziehen wir mal die Hose an. Oh, die fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. Oh ja, könnte passen. Ha, passt. Das ist ja mal was. Dass die Größe 40 bei mir passt. Ich mache euch mal ein bisschen runter, damit ihr das einfach besser seht. Das ist hier also schon. Das jetzt mal so rein, damit man halt die Hose sieht, ne? Boah, die ist cool. Die behalte ich auf. Also ich behalte beides. Ist mega nice. Ich habe jetzt hier Größe 40. Die sitzt schön baggy. Die fühlt sich mega schön weich an. Die Farbe ist super. Voll gut. Da ist ja mal was. Endlich passt meine Hose von H&M ja. Die ist schön. Die behalte ich. Ich mag's total. If I had the chance, I'd probably break free. I could have my weight and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion. Illusion.
Yeah, I sometimes feel like I can't grow up. I'm drinking beer right out my coffee cup. I wanna do what I want. It's just an illusion, illusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what? I wanna hang with my friends. So what? I wanna go out again. So what? I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing along. I try to keep it cool anyways. I try to stay. So, ich bin jetzt ganz spontan zu Ikea gefahren und hab hier eigentlich schon, glaube ich, das gefunden, was ich brauche für den Flur. Zwei davon. Die sind echt gut. Kann man nämlich unsere Schuhe da reinmachen? Könnte hinhauen, glaube ich. An von Kaya. Kaya Cosmetics, oder? Ja. Mach auf. Kaya Cosmetics. Wir haben bei Adorable Caro ein Lip Kit bestellt. Also das ist ja eine Zusammenarbeit mit ihr, also ein Collab. Und wir haben es bestellt. Natürlich. Wir haben um 8 Uhr bestellt und haben es direkt bestellt. Also Mama 1 und ich bestellt hier. Tada. Das sieht aber süß, oder? Richtig gut, ey. Boah, ist das hübsch. Das ist richtig adorable, Caro. Das ist richtig Caro-Style. Ja. So eine ganz clean, tolle, hübsche, junge, erfolgreiche Frau. Voll süß. Wahnsinn, was die im Alter schon alles geschafft hat. Aber echt richtig schön. Also das ist schon super edel. Ich hoffe, das sieht auch gut aus an meinen Lippen. Bestimmt. Also ich probiere es jetzt noch nicht aus. Ja, du probierst das erst in 5 Monaten. Ah, hast du es rausgeholt? Wie? Nee, ich muss erst noch ein Foto machen. Guck mal, wie es sich anfühlt. Boah, richtig gut, voll hochwertig. Sieht voll schön aus. Ja, voll schön. Also hier ist halt ein Lipgloss dabei und ein Lipliner. Lipliner. Echt schön. Ja. Geht's? Mhm. Sieht süß aus, ne? Mhm. Oh nein! Boah, richtig. Boah, das ist aber schön. Die Konsistenz sieht toll aus und die Farbe auch. Oh mein Gott, sie ist juicy. Ja, genau, juicy. Richtig juicy sieht das aus. Voll gut. Da packe ich mal alles hier rein. Oha. So, ich gebe mir jetzt das und du gibst mir das. Nee. Die Joanna ist halt mal ein bisschen pingelig. Ja. So. Zack. Was machst du da? Was ist das? Wir geben gleich Geld aus. Ah, ich nicht. Ich schon. Ich muss nur einen Gutschein kaufen für ein Geburtstagskind. Mein Paket. Ach, mein Teig geht auch schon auf. Ich habe Teig gemacht, gestern schon. Der musste 12 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt habe ich den gerade nochmal durchgeknetet. Und jetzt muss der auch nochmal aufgehen. Und dann gibt es heute Abend, was gibt's? Wie heißt das denn? Mediterrane Steckerbrote. Soll so aussehen heute Abend, das Essen. Ich bin gespannt, ob das so wird. Oliven, Tomaten, Knofi und so. Könnte lecker werden, glaube ich. Dann noch ein leckeres Brot. Der Belag aus Tomaten, Oliven und Kapern. Dazu wie Urlaub am Gaumen. Kapern habe ich sogar noch. Das wird richtig yummy. Könnte sogar noch Feta-Käse reinmachen. Ich glaube, Feta-Käse wird auch gut sein. So, sind wieder zu Hause, die Joanna und ich. Dominik ist auch da und ich zeige euch jetzt mal was. Habe ich glaube ich schon mal gezeigt, ne? Ich kann ja auch nicht alles können, ne? Das ist ein bisschen übrig geblieben. Ja,
Aber das wissen wir ja. Aber ich kann doch nichts dafür, dass die Schrauben durchdrehen. Ey, wenn, du hast ja auch auf Bohrmaschine stehen, den Akkuschrauber. Ach so. Wo ist denn meiner? Wo ist mein kleiner... Weiß ich, wo du deine Sachen hast. Nein, du nimmst du nämlich immer, wenn deins leer ist und so, doch. Weiß ich, wo du deine Sachen hast. Ich gehe morgen zu Thun und kaufe mir erstmal einen pinken kleinen Akkuschrauber. Das stimmt vorne und nicht, Rosi. Klar stimmt das. Guck, das stimmt alles. Ey, da sollen nur scheiß Schuhe rein. Mach jetzt nicht so ein Heckmeck hier und such jetzt nicht nach jedem Fehler, sonst fange ich mal an. Ja, wenn du nächste Mal kochst. Gar nicht richtig. Wenn du nächste Mal kochst, Freundchen. Ne? Hä? Ja. Ich voll stolz am Film und so, ey. Aber gut. Aber hey, ganz ehrlich, sieht man doch nicht. Also da ist doch alles perfekt. Guckt euch das mal an. Da ist nichts, was man zu beanstanden hat. Das ich macht glaub, auch keiner, wenn er die Schuhe da reintut. So ey, der wackelt auch so und der steht Bombe. Den ich alleine aufgebaut habe. Der steht schon seit einem Jahr da. Wolltest du dich auch schon kümmern? Hast du übrigens nicht gemacht. Und warum nicht? Weil es hält. Es hält. Warum sollten wir jetzt hier so früh nach Hause? Warum sollten wir so früh nach Hause? Ich wollte nur mit Jonna im Zentrum was essen. Ja, weil ich eigentlich mit dir tanzen gehen wollte. Cause it's